Es wurde behauptet, dass die Juden in Amerika, oder es wird immer noch behauptet, die Juden in Amerika stehen hinter der amerikanischen Politik und zwingen die amerikanische Regierung oder den amerikanischen Präsident alles Mögliche zu tun zugunsten der Juden und zugunsten Israel. Und man meint überhaupt, wenn man schon so darüber spricht, dass diese bedingungslose Unterstützung Israels seitens Amerika etwa wie ein Naturgesetz wäre. Das kann gar nicht anders sein, das war auch immer so. Stimmt aber nicht, das war nicht immer so. Es war von der Ausrufung der Unabhängigkeit des Staates Israel 1948 bis auf 1967 nach dem Sechstagekrieg gab es überhaupt keine amerikanische Unterstützung Israels, überhaupt keine. Weder wirtschaftlich noch politisch noch militärisch. Es gab sogar Jahre, in denen Amerika feindselig gegenüber Israel war. Das waren die Zeiten des Präsidenten Dwight Eisenhower. Der war wirklich sehr, sagen wir zumindest, schwierig Israel gegenüber. Und die Frage sollte sich stellen, wo waren denn die Juden damals? Die Juden waren genauso zahlreich, wie sie heute sind, das heißt nicht sehr zahlreich, aber genauso wie heute in Amerika und mächtig und so weiter. Wieso haben die Juden diese amerikanische Politik damals überhaupt nicht beeinflusst? Wieso hat man damals die Juden überhaupt nicht gehört in der öffentlichen Diskussion? Und die Antwort lautet sehr einfach, weil die Juden vor allem auch in Amerika amerikanische Patrioten sein wollen und als amerikanische Patrioten angesehen werden wollen. Das heißt, die Juden wollen vor allem gute Amerikaner sein. Wenn die amerikanische Regierung es nicht für richtig hält, Israel zu unterstützen, dann halten sie sich zurück, dann sagen sie gar nichts dagegen. Sie können persönlich vielleicht Israel helfen als Individuen, aber nicht als jüdische Gemeinde in Amerika. Nach 1967, nachdem die amerikanische Regierung eine Wende eingeführt haben, nachdem die amerikanische Regierung sich entschieden hat, Israel wäre ein strategisches Interesse Amerikas, aus welchem Grund auch immer, dann kamen die Juden raus und sagten, ja, jetzt erst recht muss man Israel unterstützen, weil das nicht nur gut für Israel ist, mit dem sie tatsächlich solidarisch sind, sondern eine patriotische amerikanische Politik. Und das bestimmt ist bis heute noch so. Dann sagt man zum Beispiel, ja, aber warum hat Amerika den Krieg gegen den Irak geführt? Weil die Juden es wollten, weil Israel es wollte, weil es für Israel richtig war. Stimmt, die Israelis wollten den Krieg, das stimmt. Die Israelis wollten den Krieg, weil die Israelis unter Bombardierung, Raketenbeschuss von diesem blutrünstigen Diktator Saddam Hussein gelitten haben und dachten, diesen Diktator zu beseitigen wäre ja richtig. Aber nicht so die Juden in Amerika. Die Mehrheit der Juden in Amerika, Meinungsumfragen zufolge, waren anders als die meisten Amerikaner damals schon von Anfang an gegen den Krieg. Mhm. Und die meisten Juden in Amerika haben auch nicht George W. Bush gewählt, obwohl er der bedingungslose Pro-Israeli war, sondern Obama gewählt, 80%. Also man kann ja so unheimlich viele Beispiele geben, aber das Wichtigste ist, dass nicht die Juden die Politik bestimmen, selbst wenn sie wollen. Ja, und das ist nämlich nochmal ein interessanter Punkt. Neulich habe ich eine Dokumentation noch gesehen, ich glaube auf Arte oder in der ARD, und zwar über die AIPAC. Die Organisation, die jüdische Organisation, ist natürlich schon sehr stark und versucht auch mit ihren Lobbyisten Kongressabgeordnete zu beeinflussen. Was mich erstaunt ist, die AIPAC steht ja sehr stark, also hinter der sehr rechten israelischen Regierung, hinter Netanyahu, der auch dort aufgetreten ist, während die Mehrheit der amerikanischen Juden ja demokratisch wählen und nichts mit dieser AIPAC am Hut hat, die aber sehr viel Erfolg hat in der Öffentlichkeit. Und synonym, natürlich diese jüdische Lobby bestimmt die amerikanische Außenpolitik. War das ein Grund für die Mehrheit war das ein Grund für die amerikanischen Juden, die J-Street zu gründen? Oder was sagt die Mehrheit der amerikanischen Juden? Das läuft ja ganz eigentlich konträr zu ihren persönlichen Meinungen. Also zunächst einmal muss man verstehen, was AIPAC ist. AIPAC ist ein Israel-Lobby. American Israel, das ist die
AI, es ist ein Israel-Lobby und Lobbys in Amerika sind geläufig. Alle haben Lobbys, das ist Teil der amerikanischen Kultur, Teil der amerikanischen Tradition. Es hört sich nicht so negativ an, ein Lobby, wie es sich in Europa anhört. Das ist Teil der amerikanischen Kultur. Alle Unternehmer haben Lobbys, alle politischen Parteien haben Lobbys. Ausländer haben Lobbys, fremde Nationen haben in Washington Lobbys, ja, um für deren Interessen zu kämpfen. Und es gibt auch ein Israel-Lobby. Und so ein Israel-Lobby hat als Ziel, die israelische Regierung und die israelische Politik zu unterstützen und für die Unterstützung der israelischen Regierung und Politik zu kämpfen. Wer auch immer in Israel regiert, wer auch immer. Das Interessante ist eben, dass dann heißt, naja, die unterstützen ja die Siedlungspolitik und sagen dann, Jerusalem ist keine Siedlung, sondern unsere Hauptstadt. So, und das vermittelt sich der Öffentlichkeit, auch der Weltöffentlichkeit, wenn sowas dann gezeigt wird. Und darum nochmal meine Frage, was sagt die Mehrheit der amerikanischen Juden, die Demokraten wählen und ganz anders aufgestellt sind? Deshalb ist es richtig, den Unterschied zu machen zwischen AIPAC und den Juden in Amerika. Weil AIPAC, ich wiederhole, ein Israel-Lobby ist, zwar von amerikanischen Juden unterstützt, von amerikanischen Juden finanziert, von vielen amerikanischen Juden, die offizielle israelische Politik unterstützen, die stehen dahinter. Aber das ist ein Lobby der israelischen Regierung und deshalb ist es normal, dass sie die israelische Politik, jegliche israelische Politik unterstützen, zum Beispiel zu Zeiten der Rabin-Regierung. Und die Osloer Verträge, haben sie Rabin und die Osloer Verträge unterstützt, vielleicht widerwillig, weil innerlich sind sie tatsächlich die meisten da eher aus dem rechten Lager, aber sie haben ganz ehrlich die israelische Politik unterstützt, weil das ihre Aufgabe ist. Die Juden in Amerika, wie Sie sagen, mit Recht, sehen das ein bisschen anders. Es gibt Meinungsumfragen zufolge eine Mehrheit unter den Juden in Amerika, die eine gemäßigte Politik sich wünschen, die sogar einen amerikanischen Druck auf die israelische Regierung sich wünschen. Das sieht man in den Meinungsumfragen. Und daher entstand ein zweites israelisches Lobby, Jewish Street, und diese Leute behaupten, wir unterstützen Israel, wir sind mit Israel solidarisch, wir sind für Israel, aber wir unterstützen nicht bedingungslos jegliche israelische Politik, wenn sie falsch ist. Und wir halten die Siedlungspolitik und die Besatzungspolitik als falsch und wir meinen, dass die Israelis sich erheblich mehr um Verhandlungen mit den Palästinensern bemühen sollen und dieses zweite Lobby nimmt eben zu. Also man sieht in Amerika, dass die ganz traditionellen, offiziellen Gremien des jüdischen Lebens eher nach Recht neigen, aber die Bevölkerung nicht unbedingt und das ist nicht immer das Gleiche. Wenden wir uns einem anderen Vorurteil zu, was auch in die Richtung... Ich möchte zu diesen Vorurteilen noch eine Sache hinzufügen. Ja, gerne. Das muss man verstehen, weil wenn man sagt, dass die amerikanische Öffentlichkeit bedingungslos die Israelis unterstützt und es so haben will, da muss man sich fragen, sind das die Juden? Erstens sind die Juden 5 Millionen Menschen unter 300 Millionen, ja, also massiv zahlreich sind sie auch nicht. Und die sind ja auch gespalten und haben verschiedene Meinungen. Aber es stimmt, dass die Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit eine bedingungslose Unterstützung der amerikanischen Regierung Israels verlangt. Das stimmt und seit Jahren schon. Aber das sind nicht die Juden. Und das sind vor allem die Christfundamentalisten, zu denen allerdings auch George W. Bush gezählt hat. Das sind heute etwa 80 Millionen Amerikaner, die sehr militant sind und die aus eigenen ideologischen Gründen, die für mich sogar lächerlich sind, auf jegliche amerikanische Regierung Druck ausüben, um Israel bedingungslos zu unterstützen. Und wenn man von der amerikanischen Öffentlichkeit spricht, dann sind das eher diese Leute und nicht allzu sehr die Juden. Und nicht die Juden lenken da die amerikanische Politik, auch nicht in Sachen Israel. Und das scheint ja zunächst sehr widersprüchlich zu sein, warum gerade christliche Fundamentalisten, warum setzen die sich dafür ein, dass
ja, die besetzten Gebiete oder Palästina besiedelt wird und dass Jerusalem die Hauptstadt Israels bleibt. Und im Grunde sollen wahrscheinlich die Juden erstmal die Arbeit machen und das Land, also die Palästinenser rausjagen, damit sie dort leben und dann letztendlich, dass die Christen dann nach Jerusalem zurückkehren können. Ja, die Theorie lautet ganz einfach, das Land muss wieder so werden, wie es zu Zeiten Jesus war. Das heißt, in diesem Land sollen Juden leben, Juden herrschen und nur Juden, ausschließlich Juden. Das heißt, eigentlich bedeutet das, obwohl man das nicht so offen sagt, die Nicht-Juden, also die Palästinenser, die Araber, soll man irgendwie ausweisen, wenn nicht schlimmer. Und dann wird das Land wieder genau so sein wie zu Zeiten Jesus, was allerdings gar nicht stimmt. Zu Zeiten Jesus gab es nicht nur Juden in dem Land, es gab eine jüdische Mehrheit, aber es gab auch andere Völker, die in diesem Land lebten. Aber das für diese oberflächlichen Idealisten sieht das nicht so aus. Das war ein jüdisches Land. Und damals die Juden sollen dann bekehrt werden, oder was? Und damals, weil das ein jüdisches Land war und ausschließlich jüdisch und rein jüdisch, ist Jesus auf Erden gekommen. Und das soll wieder so sein. Und wenn es wieder so sein wird, wird Jesus wiederkommen, also der Erlöser wird wieder für die Menschheit auf Erden kommen. Und bis dahin hören die Extremisten und die Ultraorthodoxen und die Rechtsextremisten und die Siedler bei uns diese Prophezeiung mit großer Vergnügen. Den zweiten Teil der Prophezeiung, den wollen sie nicht mehr hören. Und der lautet nämlich, wenn der Erlöser wiederkommt, werden sich alle Juden taufen lassen müssen. Das wollen sie nicht mehr hören. Ja, jetzt möchte ich zu einem anderen Vorurteil kommen, und zwar, dass die Juden die Medien beherrschen, die Weltmedien, also dieses Vorurteil ist mir auch sehr oft vorgetragen worden, selbstverständlich die Juden, die New York Times ist fest in jüdischer Hand, ja, es ist richtig, die Familie, jüdische Familie Sulzberger, deutsch-jüdische Wurzeln, der gehört die New York Times, aber genau das Gegenteil ist der Fall, die New York Times ist erstens Israel gegenüber sehr kritisch, aber war auch schon zu Zeiten vom Dritten Reich, hat es sogar Berichterstattung unterlassen, die eigentlich sehr wichtig gewesen wäre, nämlich die Berichterstattung über die KZs, die der New York Times vorlag. Frage an Sie, warum war das so und was genau ist da passiert? Was haben Sie zurückgehalten? Die New York Times. Ja, also zunächst die Frage, die Juden beherrschen die Medien. Ja, ja. Sie haben die New York Times genannt, das ist richtig. Das ist eine Zeitung, die einer jüdischen Familie gehört. Aber können Sie noch eine Zeitung nennen, die einer jüdischen Familie gehört? Weil immer sprechen von der New York Times. Wenn die Juden die Medien weltweit beherrschen, warum spricht man immer nur von New York Times? Ja, und Hollywood natürlich, ist dann das Nächste. Ne? Aber ja. Moment. Wenn wir von den Medien sprechen, ja. Also wir haben recherchiert, in Israel haben wir Zeitungen gefunden, die jüdischen Familien gehören, das stimmt. Aber abgesehen davon, außer der New York Times, haben wir gar nichts gefunden. Wie zum Beispiel auch kein, auch kein Radio und auch kein Fernsehen und auch keine Medien, die einer jüdischen Familie gehören oder einem jüdischen Kreis. Aber die Juden beherrschen die Medien. Dann Hollywood. Es stimmt, dass die Juden in den 20er, 30er Jahren unheimlich viel in Hollywood investiert haben und viele Juden haben tatsächlich die Hauptrollen Studios gegründet, auch in den Studios gespielt. Nun gibt es einen gemeinsamen Nenner zwischen der New York Times und Hollywood in diesen Zeiten. Mhm. Die New York Times, und wir haben uns auf ein Buch basiert, das vor etwa 4 Jahren erschien, von einer ganz bekannten Journalistin der New York Times, die ein Buch veröffentlicht hat, verheimlicht von der New York Times, concealed by the New York Times. Und darin erzählt sie, dass die New York Times systematisch alle Nachrichten über Judenverfolgung in Deutschland und danach über den Holocaust verdrängt hat und nicht veröffentlicht hat. Ja, Sulzberger saß in der Konferenz, also der Herausgeber und Besitzer, aber auch der Chefredakteur. Die Nachrichten lagen auch von den Korrespondenten auf dem Tisch und die weigerten sich, das zu veröffentlichen.
Ja. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum? Ja, man kann das ganz zunächst einmal statistisch,